So, meine werten Damen und Herren, es gibt Chuchel oder Huchel oder wie auch immer der heißt. Er liegt hier im Karton und schläft gerade und wir müssen ihn wecken. Keine Ahnung, wie das hier funktioniert, aber es ist ein Click-and-Point-Adventure, deswegen schauen wir mal in die gute Stube rein. Hallo? Sind Sie wach? Entschuldigung? 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 Okay, ich glaube, ich muss ihm diese Flasche da auf den Kopf fallen lassen. Kann das sein? Oh, der trinkt die einfach nur. Jetzt hat der einen Hut angezogen. Jetzt geht das Wasser da auf die Seite. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Jetzt geht der Hut weiter. Jetzt hat der seinen Hut verloren. Oh nein. Ich muss den irgendwie aufwecken. Ich verstehe es nicht. Okay, ich klicke mal auf den Gartenzwerg. Okay, der wackelt nur. Die Musik! Ich muss die Musik anmachen. Hier, da ist doch die Anlage und ich muss, glaube ich, hier den Stecker reinstecken. Der wacht einfach nicht auf, gell? Okay, Musik läuft schon. Der Typ da, der hat auch schon getrunken. Ah ja, okay. Das heißt, wir haben ihn selbst mit Musik nicht wach bekommen. Dann, wie wär's mit dem Wecker? Der Wecker scheint doch... eigentlich eine gute Wahl zu sein. Oh wow, er schlägt mit einem Hammer drauf und macht ihn wieder aus. Ha, ein professioneller Schläfer, mit dem haben wir es hier zu tun. Okay, dann Bilder. Okay, da ist er, der Typ, der schläft mit einem Godzilla. Da ist er nochmal mit einer Kirsche und einem Godzilla. Dann hier mit einem Berg. Und da oben ist er und hat eine Kirschflagge. Und hier hat er ebenfalls Bock auf eine Kirsche. Okay, man versteht schon langsam, er mag Kirschen, glaube ich, gerne. Machen wir mal einen Fernseher an. Nachrichten. Oh, er macht einfach aus. Mann, was mit dem Elefanten hier eigentlich? Alter. Was? Er hat ihm einfach einen Wecker in die Nase gesteckt. Was ist mit dem Schuh hier? Es ist doch bestimmt der Schuh. Nein, der Glibber. Los, Glibber, weck ihn auf! Okay, der Glibber ist es nicht. Der Wecker ist jetzt in dem Ding da drin. Was ist mit dem Schild? Das ist einfach so hergekommen. Aha. Also doch was mit dem Wasser. Guck mal, man sieht, man muss das Wasser durch den Kopf von diesem Typen hier jagen. Ach so, na klar. Der hat doch beim ersten Mal seinen Hut verloren. Jetzt beim zweiten Mal fällt ihm doch das Wasser durch den Kopf durch in den anderen Typen rein, was ihn aufbläst. Und der wird zu einer riesengroßen Wasserkanone. Und bitte sag mir, du fällst auf ihn drauf. Bitte mach ihn nass. Bitte weck ihn auf. Bitte weck ihn auf. Ja. Ja, wir haben ihn endlich wach bekommen. Ach, endlich. Guten Morgen, kleiner. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt darstellen soll. Aber er hat eine Kirsche mit dabei, die er sich gönnen möchte. Und woher kommt diese riesige Hand auf einmal? Oh! Alter, diese Hand sah richtig komisch aus. Nein! Nein! Bitte klau ihn nicht! Der Kleine! Nein! Oh nein. Da vorne ist die Kirsche. Oh nein. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Wir sind einfach nur in der weißen Wand und wir müssen einfach nur die Kirsche anklicken. Willst du die Kirsche haben? Hä, Kleiner? Willst du sie haben? Hol sie dir. Oh yeah, da macht er jetzt einen nice... Nein! Es kommt immer was in den Weg. Was ist das denn? Das ist eine Laus. Wir können uns auch einfach irgendwo hinbewegen. Guck mal, wir können auch nach da gehen. Dann läuft uns die Laus hinterher. Wenn wir zur Laus hinlaufen, ne, läuft sie von uns weg. Okay. Was passiert, wenn wir zum äußeren Rand laufen? Aha! Jetzt sind wir aus dem Bild herausgelaufen und sind von da raus und können dann hier wieder rein. Dann können wir uns hier die Kirsche holen. Aha! Bitte! Du blöde Laus, du! Alter, diese Hand ist so komisch, Mann. Okay, was haben wir hier? Ein Kirschbaum, nochmal. Und die Kirsche ist diesmal aber auf diesem kleinen Mini-Baum. Warum auch immer.
Das ist so, was ist das für ein Baum, gell? Er hat so einen riesen Baumstamm und oben sind die Blätter sowieso ein kleiner Teppich einfach nur. Okay, klicken wir mal drauf, dann fällt sie wahrscheinlich runter, oder? Nee, okay. Okay, okay, okay. Ich bemerke, er kommt da nicht dran. Was, wenn wir den Baum... Aha! Den Baum können wir auswählen. Und dann können wir entweder das hier oder das hier auswählen. Lass mal das hier auswählen. Zieh den Baum! Hat nicht so ganz funktioniert, ha? Huh? Bisschen zu wurzelig. Dann renn dagegen! Oh, Alter, der kann da einfach hochspringen. Warum hat er das nicht von Anfang an gemacht? Als ob er die Kirsche nicht vom Baum bekommt. Ja, und jetzt auf einmal kann der den Baum einfach auch um... Oh, wow. Gerade eben konnte er ihn nicht schubsen. Jetzt hat er ihn einfach rausgerissen. Yo, what? Okay. Nein, da ist die Laus wieder. Du Laus, du. Nein! Okay, das war das Pre-Intro für Churchill oder Kotschel oder Churchilly Dutchilly. Okay, und es geht gleich weiter. Oh Gott, was passiert hier? Nein, da ist die Laus! Los, renn ihm hinterher! Was ist das jetzt? Der Typ sieht richtig komisch aus, denn sein Kopf bewegt sich die ganze Zeit. Nein! Der ist einfach im Pool. Jetzt ist die Kirsche im Pool. Oh nein! Okay. Also, die Laus hat uns das Ding geklaut und es ist jetzt da drin. Ich glaube, wir müssen mit ihm reden. Wir müssen ihm sagen, hey, was geht? Reden! Hallo. Nein, das brauchen wir nicht. Alter, das ist stark. Wir brauchen die Kirsche. Reden wir nochmal mit ihm. Aber diesmal laufen wir ihn einfach hoch. Juhu. Nein, funktioniert nicht ganz. Okay. Ich bemerke, das ist hier wahrscheinlich ein schwieriges Spiel. Gut, dann ziehe ich eben an deiner Nase. Nee, das geht nicht. Okay, ich ziehe an deinen... Was ist mit den Haaren? Kann man da was an den Haaren machen? Nein. Können wir irgendwas mit diesem Schild machen? Ah! Dieses Schild rausziehen. Kann man es rausziehen? Komm schon, zieh raus! Das ist so ultra dumm, aber ich liebe es. Okay. Warum? Oh, das ist schön gemacht. Ziehen. Wir ziehen sie. Nach links und rechts. Zieh, 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 zieh. Los! Oh nein. Selbst mit dem Schild klappt nichts. Okay. Wir nehmen unsere Laus. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich gedrückt habe. Aha! Okay, ich bin oben. Ich bin oben, Jungs. Peeps, okay. Jetzt kann ich mit ihm sprechen und ihm sagen, dass er irgendwas mit dem Schild machen soll. Oh nein, jetzt bin ich wieder runtergesprungen. Aber kann ich was mit dem Schild machen? Ah, der grippt mir das Schild aus. Genau, 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 genau. Ich glaube, ich brauche nämlich erst das Schild und dann kann ich erst nach oben gehen. Das heißt, jetzt nehme ich es raus. Ja, jetzt habe ich es. So, und jetzt kann ich, glaube ich, mit dem Schild hier... Oh, ich kann ihn auch schlagen mit dem Schild. Ja, das mit dem Schlagen probiere ich natürlich aus. Oh nein, er weicht aus. Oh nein. Okay. Okay. Schlagen sollten wir nicht. Okay, wir nehmen wieder das Schild. Okay, Schild ist da. Schild ist da. Können wir auch ihn andrücken und dann mit dem Schild was machen? Wird der dann wütend? Ich probiere es mal aus. Oh. 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 Okay. Jetzt können wir ihn aufhebeln. Okay, 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 okay. Jetzt kann ich hier auf den draufspringen. So. Und jetzt, wo dieser Hebel hier ist, könnte ich da draufspringen und das Ding aufhebeln. Na klar. Und da ist die Kirsche. Oh mein Gott, ich habe es einfach geschafft. Alter, ich bin so stolz. Ja. Oh mein Gott, einfach geschafft, ey. Wild. Alter. Das sieht so komisch aus. Warum sieht der auf einmal so... What? Na naja, egal. Sieht doch ganz nett aus. Okay. Wir streiten uns immer noch um die Kirsche. Ich glaube, das wird ein ewiges Spiel mit der Kirsche werden, sage ich euch. Okay. Ein neues Rätsel mit der Kirsche. Okay, was machen wir?
Kann ich mit meinem Kumpel reden? Nein. Kann ich mit ihm reden? Hey, was geht? Gib mir mal die Kirsche. Und jetzt die Kirsche. Was könnte ich machen? Die Kirsche grabben. Nein. Ihn umdrehen? Umdrehen. Ach so, andere Seite nur. Was kann ich mit unserem Kumpel machen? Ihn, ich pack unseren Kumpel. So, und jetzt... Ah, Mist, das mit dem Werfen hat nicht ganz... Ach so, oh, jetzt hat er uns aber geschlagen. Ich weiß nicht, ob ich hier im richtigen Moment einfach nur die Kirsche mitnehmen muss, weil sie fliegt ja die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Warte mal, jetzt kann ich hier auch drauf springen. Oh nein! Hä? Okay. Die Kirsche springt dem Typen einfach hinterher. Jetzt hebe ich ihn gerade hoch. Das habe ich gar nicht ausge... Ich habe ihn gegessen. Was? Das habe ich gar nicht ausge... Okay, gut. Ich habe ihn einfach gegessen. Und jetzt bin ich einfach... Was? Jetzt bin ich einfach selber der Typ. Oh nein, er hat sich in mir aufgebläht. Und die Kirsche ist jetzt auch wieder weg. Okay. Oh nein, nicht schon wieder ein Rätsel. Bitte nicht. Okay, da kommt die neue Kirsche an. Da ist unser Flo. Und er fliegt mit einem Apfel, der aussieht wie ein Vogel, einfach weg. Jetzt muss ich mir mein Reittier suchen. Okay, welches Reittier nehmen wir? Entweder den Kartoffelchip, die riesige Mandarine oder diese kleine Traube da. Ich glaube, Chancengleichheit. Ich möchte den fliegenden Teppich. Los, flieg los, mein Kleiner! Oh mein Gott, was? Ich muss an den Dingern vorbeifliegen. Oh mein Gott, nein, los! Ich fliege einfach oben drüber. Oh nein, oh nein, oh nein, Roman, du musst aufpassen. Juhu! Okay, ich bin durch. Alter, sind da viele. Alter, ich muss hier überall durchfliegen. Das sind ja richtig viele und die haben alle voll komische... Oh, nein, nein, nein! Ich bin zu hoch geflogen. Okay, ich darf nicht zu hoch fliegen, aber auch nicht zu niedrig. Oh mein Gott, das ist ja wie nicht wie Angry Birds, sondern wie Dings. Flappy Bird. Da gab es damals das geile Flappy Bird Spiel. Das war ähnlich aufgebaut wie das hier. Nur nicht so abgefahren. Okay, komm. Okay, jetzt muss ich hier nur noch durch. Alter, was ist das hier für eine Straße? Okay, jetzt muss ich hier durch so eine Schleife fliegen. Und weiter geht's. Oh mein Gott. Wop, 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 wop. Warum bin ich jetzt einfach komplett kopfüber? Egal, ich schaff das. Bitte flieg, mein Kleiner. Flieg da durch. Du schaffst es. Oh, wo bin ich denn jetzt? Da ist eine Riesenbakterie, die extrem nett guckt. Ah, da. Ich bin zu blöd, das zu spielen. Alter, ich werde da immer rausgekickt. Okay. So. Bitte lass mich da durch. Hört auf, mich hier durch. Nein, hört auf, Bakterien, bitte. Nein. Da kommt der Böse wieder. Diese Bakterien sind richtig schlimm, Mann. Oh, bitte lass mich da durch. Ja, ich bin durch. Was sind das denn für welche? Ah, ja, na klar. Die wollten mich einfach essen. Oh nein, sind es auch welche, die mich essen wollen? Ja, die wollen mich alle essen. Oh. Bitte bewahren Sie mich. Nein! Oha, das sind wie Portale. Ach so, wenn ich bei einem reingehe, komme ich hinten wieder raus. Ja klar, okay. Ergibt ja Sinn. Okay. Was haben wir hier? Einfach so ein Nachtlevel. Okay, die Level werden zum Glück ein bisschen leichter. Gerade vorhin war das so schlimm mit diesen Bakterien, da bin ich kaum durchgekommen. Jetzt sind hier überall so kleine Steine. Und da fliegen wir ganz gekonnt durch. Was hat denn der für ein Auge? Manche haben so richtige Knopfaugen. Manche sehen voll komisch aus. So, jetzt muss ich hier durch die Nacht fliegen. Der Nachtflug. Okay. Fliegt da durch, mein Kumpel. Oh nein. Was ist hier los? Oh nein. Oh nein. Ich stecke in dem Riesenblob drin. Er hustet. Nein. Er drückt uns aus. Aber die Kirsche ist bei uns. Was? Okay, ich glaube, das war das Level. Okay. Da sind wir wieder gelandet nach der kleinen Tour. Was machen wir in so einer Situation? Wir drücken auf die Kirsche. Nein! Es kommt zum Streit. Nein! Bitte lass die Kirsche am Leben. Bitte nicht! Sie war bisher immer noch so ganz... Nein!
Sie haben sie auseinandergezogen. Ich hab's gewusst. Oh, wow. Aus der Kirsche wird eine Bombe. Mach einfach wieder zu. Mach einfach wieder zu. Mach zu. Mach zu. Hätte ich irgendwas drücken müssen? Wow. Okay, Leute. Wir kommen wieder zurück zu Tschatschel oder Tschutschel oder wie auch immer das Ding heißt. Aber wir haben wieder mal eine Kirsche zu retten. Ja, ich verstehe. Okay, das heißt, wir müssen jetzt also hier wieder etwas tun. Wir haben hier einmal Gary die Schnecke, einmal Chuchu oder Chachu oder Chibu-Chibu-Chabu-Lubu-Dabu-Lubu-Du oder ein Hebel. Und da hat er einfach so eine Fliege unter seinem Hut gehabt, gell? So, wir probieren mal erstmal was aus. Erstmal das Klassische, natürlich den Hebel verwenden, das wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Wir sind zu schwach dafür. Aber gerade vorhin in der letzten Folge habe ich einen Baum rausgerissen. Okay. Es sieht so aus, als ob wir nicht den Hebel betätigen können. Können wir das Ding selber betätigen? Wir kommen nicht ganz ran. Okay. Alles klar. Dann die Schnecke. Was macht die Schnecke? Schnecke, was geht? Was? Die ist ja doch ein bisschen... Die ist ja überdick, Mann. Ich hätte niemals gedacht, dass sie so dick ist. Das ist cool. Okay. Hi Schnecke, wie geht's dir? Wollen wir von der Schnecke gegessen werden oder wollen wir sie lieber lachen lassen? Ich lasse sie lachen. Ich erzähle ihr einen Witz. Oh nein, jetzt habe ich ihr einen Witz erzählt, jetzt ist sie wieder klein geworden. Oh mein Gott, Alter. Okay, da ist jetzt ein Lebensmittelgeschäft rausgekommen. Wir können entweder zu Tetris, zu Pac-Man oder zu Space Invaders. Ich gehe zu Tetris. Oha, roter Teppich einfach. Was? Müssen wir jetzt Tetris durchspielen? Oh, wir rollen den Teppich... Achso, nein, der Teppich rollt sich von selber wieder ein. Wir wurden mitgenommen. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, was soll ich tun? Ich muss vor den Tetris wegrennen. Was? Bitte lass... Bitte töte mich nicht. Okay. Oh mein Gott. Okay, ich darf nicht von den Dingern hier zerdrückt werden, ne? Ich muss sozusagen aufpassen. Das ist ja wie ein Jump'n'Run, wo ich auf meinen Tod aufpassen muss, dass ich nicht sterbe. Und er hat hier... der spielt aber nicht so gut, Tetris. Alter! Alter! Oh. Seit wann gibt's denn Einerblöcke bei Tetris? Das hat's doch noch nie gegeben. Warum? Seit wann kann man denn zwei auf einmal spielen? Hallo, was soll das? Okay. Alles in Ordnung. Der geht hier, der geht nach ganz links rein. Oh mein Gott! Bitte lassen Sie mich. Das schaffe ich niemals. Das sind viel zu viele Blöcke. Bitte lass mich in Ruhe. Okay. Ich habe das. Okay, er hat eine Reihe geschafft. Wie lange muss ich das denn überleben? Okay. Ich glaube, ich hab's. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommen Bombenblöcke. Seit wann denn das? Tschatschel, komm schon. Okay, alles easy. Ich habe noch nie so ein Tetris gespielt. So ein Tetris kenne ich bisher noch nicht. Okay, alles easy. Oh mein Gott. Vierfache Bomben-Tetris-Geschichten, ne? Wir bleiben einfach hier in der Ecke stehen, dann passiert uns nichts. Oh. Okay, ich verstehe. Dieser Block hier, der wird tatsächlich bewegt von den Bomben. Okay. Wir dürfen einfach nur nicht in der Nähe der Explosion stehen. Ist ein bisschen schwierig. Alter, was ist das denn für eine Bombe? Okay. Da ist die Dings. Die Kirsche. Ich hab sie. Oh mein Gott. Ich musste die Kirsche nur gewinnen. Ich hab gewonnen. Ja. Oh mein Gott. Ist dieses Spiel verrückt. Schnecke, ich hab gewonnen. Schnecke, hörst du mich? Ah, okay. Die Schnecke hat da nicht so viel zu sagen. Hallo. Okay, ich gucke mal, ob ich jetzt das Ding wieder drehen kann. Vielleicht schaffe ich es jetzt. Vielleicht fliege ich jetzt gegen die Schnecke. Vielleicht kann mir die Schnecke helfen. Spuck mich aus, Schnecke. Okay, also. Schnecke, kannst du mich bitte essen? Kannst du das bitte für mich runterholen? Was macht sie jetzt? Schnecke. Oh. Was? Also, eine Medaille ist ein Cupcake, zwei Medaillen so ein Schokokakao und drei Medaillen so ein Ding da, so eine Münze oder so. Okay, ich habe eine Medaille. Ja, genau, das habe ich. Oh yeah. Was bekomme ich?
einen Muffin! Danke für den Muffin. Oh yeah. Ach so, warte mal. Durch den Muffin bin ich ja ganz dick geworden. Kann ich jetzt diese Kirsche mitnehmen? Nein! Nein, ich werde zusammengepresst! Kriege ich jetzt die Kirsche trotzdem nicht? Ich glaube, der Muffin hat nicht ausgereicht. Aber warte mal, vielleicht bin ich jetzt viereckig genug und stark genug, um den Hebel zu verwenden. Nein! Oh, wow. Okay. Hallo. Oh, Mann. Okay, gut. Ich verstehe. Dann gib mir mal deinen neuen Shop. Ich möchte gerne Space Invaders oder was auch immer da ist, nochmal nachspielen. Wir brauchen noch die andere Medaille. So, Tetris haben wir. Dann spielen wir jetzt Pac-Man. Pac-Man! Ein Spiel in einem Spiel in einem Spiel. Laufen wir rein. Wir brauchen, glaube ich, alle drei Medaillen. Sonst schaffen wir es nicht. Oh Gott, was müssen wir denn hier machen? Okay, wir müssen die Kirschen essen. Ah, okay, okay, okay. Seht ihr das? Wir müssen einfach nur die Kirschen essen. Ich war... Oh, 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 oh. Ah! Ich war nie so gut in Tetris. Nein! Nein! Das wollte ich nicht! Okay, ich krieg aber noch ein zweites Leben. Okay, okay, okay. Okay, wo lang geht er? Okay, 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 ich muss ihm hinterhergehen. Okay, nice. Ich hab's. Okay. Das ist gar nicht so einfach, diese Pac-Man-Spiele. Dieses Spiel ist auch irgendwie gar nicht so leicht. Das ist alles immer so laut. Okay, ich darf nur nicht erwischt werden, ne? Die müssen dafür sorgen, dass hier sozusagen alles richtig ist. Oh mein Gott, okay. Ich möchte gern hier lang und diesen Kirschtrank. Oh mein Gott, okay. Alle Kirschen sind zu Kirschtränken geworden. Okay. Okay, die wurden gerade gefreezed. Der Kirschtrank hat mir ein bisschen geholfen, ne? Okay. Ich gehe nochmal zum Kirschtrank. Und der Kirschtrank. Okay. So, jetzt trinke ich. Und jetzt hole ich die hier noch oben. So, und jetzt... Oh, 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 oh. Ich glaube, ich kann sogar, wenn ich den Kirschtrank verwende, kann ich eigentlich diese Pac-Mans, diese gelben, ne? Die kann ich dann auch essen, glaube ich, weil die sind dann eingefroren. Aber fürs Erste habe ich es jetzt erstmal geschafft. Woo! Okay. Yeah, da ist er richtig glücklich. Da ist er richtig glücklich. Sehe ich an seinem Gesicht. Was? Nein! Nein! Das Level ist viel zu riesig. Oh mein Gott. Oh. Okay, guck, ich habe ihn gegessen sogar. Man kann die essen. Das heißt, diese Tränke, die helfen einem richtig, die zu essen. Guck mal, ich habe jetzt einfach alle gegessen. Hä? Jetzt habe ich ja gar keine Gegner mehr. Aber warte mal, wenn ich keine Gegner mehr habe, dann kann ich doch eigentlich auch gar keine Kirschen mehr essen, oder? Naja, egal. Ich muss mich jetzt einfach nur darum kümmern, hier kurz durchzulaufen, kurz alle Kirschen dabei zu essen. Warum auch immer. Ah, doch, da kommen neue. Nein! Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. So, jetzt laufen die vor mir weg. Aber jetzt kann ich mir die alle drei gönnen wieder. So, und Ade! Woo! Jetzt kann ich hier oben wieder welche. Oh nein, da kommt ein neuer! Warum kommt der wieder? Oh, die spawnen ja schneller, als man denkt, ey. Schneller, als man gucken kann. Ich freeze ein. Okay, ich habe eingefreezed. Und jetzt die letzten Kirschen. Oh mein Gott, dieses Level ist so kompliziert. So. Und hoch. Nein, es fehlen noch zwei Kerne. Okay, okay, sie kommen wieder. Aber zwei, nur noch zwei fehlen. Oh mein Gott. Puh. Gib mir diese Medaille, Baby. Yeah. Get it on. Yeah. Dicke Schnecke, dicke Schnecke, dicke Schnecke, dicke Schnecke. Ich bin eine dicke Schnecke. Los, dicke Schnecke, zeig mir, was du drauf hast. Iss mich. Die wird mir jetzt wahrscheinlich wieder die Preise nennen. Mal gucken, was ich für zwei Medaillen bekomme. Okay, was ist das? Diese Cola-Flasche. Gib die her. Ich zeig dir meine Medaillen. Yeah, baby. Ich hab zwei. Cola. Coca-Cola. Ah, das Glas habe ich auch noch gegessen. Nein! Oh, ja. Ist auch nicht ganz richtig geworden. Aber ich komme dran. Ich komme nicht dran. Oh. Schwach.
Alles klar. Wow. Alles klar. War ein bisschen zu lang. Schade, okay. Sieht so aus, als ob wir tatsächlich noch ein Minigame spielen müssen, ne? Ich glaube, das wird jetzt der Space Invader. Space Invader ist ebenfalls ein sehr, sehr klassisches Spiel, was ich wirklich jedem empfehlen kann. Das ist ein Klassiker, die kann man immer spielen. Space Invader, Tetris und, wie heißt er nochmal? Pac-Man. Die waren die beliebtesten Spiele damals auf Arcade Machine. Okay. Ich habe zwar keine Ahnung, wie die das hier umgesetzt haben. Oh mein Gott, okay. Okay, ich muss irgendwas tun. Hör auf zu schreien, wir müssen spielen. Warum habe ich diese Sprungfedern an? Muss ich die Farbe sammeln? Was muss ich tun? Ah, hier. Ich kann die ab... Ich kann die kaputt schlagen. Oh. Okay. Okay, ich muss die Farbe von den Typen sammeln. Und dann muss ich die sozusagen treffen mit der ihrer eigenen Farbe. Oha, ist gar nicht mal so einfach. Whoop, spring, spring. Okay. Okay, jetzt bin ich rot. Ich muss also die Farbe annehmen von den Typen, die da über mir sind und die dann irgendwie mit einer Kopfnuss irgendwie bekommen. Und es werden selbstverständlich immer nur mehr. Okay, gib mir die blaue Farbe und hoch. Oh, das war zu viel. So, und dann wieder hier hoch. Ich darf mich halt nicht von einer anderen Farbe treffen lassen. Gib mir eine blaue Farbe. So, jetzt habe ich grün. So, okay, okay, okay. Geh zur linken Seite, Kumpel. Gib mir die rote Farbe. Oh mein Gott. Oh, was? Der hat mich einfach angegriffen, hat mir die Schuhe ausgezogen. Du Kleiner, du. So. Geh hoch. Oh, die ganz oben zu treffen, ist richtig schwer. Aber so funktioniert Space Invaders nicht so ganz. Aber egal, der Modus ist auch cool. Sprungfedermodus. Komm, gib mir den Endgegner. Da ist er. Das ist der Endgegner. Oh nein. Okay, okay, okay. Der hat Öl. Oh, der hat mich normalfarben gemacht. Okay. Let's go. Okay, der ist wütend. Okay. Ist es schlimm, wenn ich rot werde? Okay, ich muss rot bleiben. Okay, okay. Ich habe ihn jetzt mit rot attackiert. Au! Komm, komm, komm. Steh auf, Kleiner. Jetzt muss ich wieder blau werden, damit ich ihn mit blau angreifen kann. Komm her, komm her, komm her, komm her. Gib mir die blaue Farbe. Da! Nein! Okay, ich habe die blaue Farbe. Nein! Okay, jetzt habe ich ihn. Okay, gib mir die grüne Farbe. Keine schwarze, grüne Farbe. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Er hat mich wieder normalfarben gemacht. Da, grüne. Ja, ich habe ihn. Oh mein Gott, ich habe ihn besiegt. Oh, das war immer voll schwer. Der hat immer versucht, mich immer normalfarbig zu machen, aber ich musste grün bleiben. Aber das ist unsere Medaille, Leute. Woo! Das war das beste Minigame sogar von allen. Das war das Beste. Okay, dicke Schnecke, was geht? Ich habe jetzt alle Medaillen. Ich habe alle Mädels. Nicht Mädels, sondern Medaillen auf Englisch. Mädels. okay. Drei Medaillen gegen dieses Ding da, was du hast. Guck dir das an. Das ist ja ein G. So. Eine Pille. Ich glaube, das ist eine Pille, oder? Und, Junge, heftig. Perfekt, richtig gut. Wie im Arizona Comic Adventure. Okay. So. Und jetzt wird aber das Ding gedreht. Aber richtig mit Muckis. Gib ihm. Zieh, 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 zieh. Heftig. Oh mein Gott, endlich. Endlich geschafft. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Na, oh, oh, zum Glück ist die Kirsche unten geblieben. Und wir haben unsere Arme verloren. Jetzt haben wir nur noch Füße und haben keine Arme mehr, um die festzuhalten. Die Arme sind abgeflogen. Bitte lass dir neue wachsen. Danke. Oh. Nein. Oh. Leg's bitte runter. Nein, er hat mir den Flo wieder zurückgegeben. Ciao, Schnecke. Alter, was eine Party. Okay, was haben wir da? Das sieht aus wie ein gefährlicher Bereich. Gib mir die Kirsche. Aber nicht im Haustier. Aber es sieht gefährlich aus. Also es steht dran. Wir dürfen erstens ein Geisterschild.
Zweitens, Elektronikschild. Drittens, Gefährlichschild. Viertens, Totenkopfschild. Fünftens, diese Hand durchgestrichen. Also alles weist darauf hin, dass diese Kirsche nicht gut ist. Also was tun wir? Wir fassen sie einfach an. Fass sie an. Nee, wir dürfen nicht. Okay. Oh. Da ist dein Platz. Okay, wir fassen an. Nein! Jetzt passiert was. Aber es ist nichts passiert. Der war doch gerade eben auf der Kirsche drauf und es ist nichts passiert. Also ist nur ein Fake. Drück drauf. Oh, getauscht. Oh, richtig stark. Richtig gut. Jetzt muss sie nur noch da bleiben, dann passiert... Nein, hör auf zu springen. Oh, nein. Oh, Mist. Oh, nein. Bitte nicht. Oh, okay. Es ist Zeit für ein neues Rätsel. Okay. Wir sind in einer Art Wald. Oh nein, es beginnt ein neues Rätsel. Hier sind Chuttles verboten. Verboten sind die hier! Okay. Ein riesengelber Bär, verschiedene Bäume im Hintergrund und irgendwelche grünen Dinger, die die ganze Zeit singen. Halt den Mund! Oh, man kann die leise machen. Aber man kann aber nicht alle leise machen, sondern nur einen nach dem anderen. Okay, wir können also hier... Vielleicht müssen wir so eine Art Melodie spielen mit denen. Nee. Können wir einen anderen auswählen? Okay. Der will auch nicht von dem hier runtergehen. Ah doch, wir können runtergehen. Was ist mit dem Schild? Können wir das rausreißen? Reiß raus! Oh, was? Alter, was? Da wohnt einfach jemand drin. Oh, der zeigt nach rechts. Kann ich mit dem hier reden? Ja, was geht ab? Kann ich kurz die Kirsche haben? Oh nein, okay. Der will nicht mit uns reden. Der ist nicht cool mit uns. Dann drücken wir mal auf den Baum. Okay, nichts. Der andere Baum. Da ist eine Blaubeere oben drüber. Aha. Oh wow, die schmeißt er einfach auf uns. Okay, freundlich scheint der nicht zu sein. Deswegen lass mal kurz nach rechts gehen. Okay. Stecken wir den da rein und der soll da drin warten. Okay. Hört mal zu, ich habe eine Idee. Und zwar ist hier nämlich ein freies Loch. Und hier haben wir eine Bohne, eine rote Bohne, eine grüne Bohne und einen goldenen Apfel. Und der goldene Apfel, den können wir, glaube ich, aufheben. So. Nein, nicht essen! Ich wollte ihn nicht essen, ich wollte ihn nur aufheben. Nein! Warum bin ich jetzt eine Spinne? Die Itsy-Bitsy-Spinne. Ey, warte mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Warte mal, wir können jetzt, glaube ich, rübergehen. Weil hier sind nämlich nur die hier verboten, ne? Aber ich bin ja jetzt eine Spinne. Ey, was geht, Mann? Ich bin eine Spinne. Kann ich das Ding haben? Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Der braucht irgendwas von uns. Warte mal. Ich berühre nochmal die Bäume hier. Als Spinne. Oh, wow. Okay, wir haben noch weniger Kraft. Was ist mit der blauen? Ändert das jetzt irgendwas an der Gesamtsituation? Zieh! Oh, wir sind jetzt noch schwächer. Nee, jetzt kommt die... Mist, der schmeißt uns immer noch ab. Was passiert, wenn wir als Spinne so ein Ding hier berühren? Okay. Ah, ich verstehe. Da bin ich wieder. Ich war gerade beim Postboten und habe mit meinen Fischschuhen... Guck mal, das sind meine Fischschuhe, die ich habe. Das sind so Gummischuhe, die so aussehen wie Fische. Damit bin ich gerade runtergegangen und habe das Paket angenommen. So, wo sind wir hier stehen geblieben? Wir haben, genau, wir waren eine Spinne und wir haben hier viele singende Tiere. Und wir kriegen es inzwischen hin, vier Tiere gleichzeitig leise zu bekommen. Okay, wir brauchen aber, glaube ich, mehr Füße, damit wir weiterkommen können. Also essen wir nochmal den goldenen Apfel. Kriegen wir jetzt mehr Füße? Ah nee, wir verwandeln uns einfach nur zurück. Okay.
Was ist, wenn wir hier auf eine Beere drücken? Achso, wir müssen natürlich den Baum schütteln. Okay, okay, okay. Ich schüttel den Baum. Jetzt habe ich die rote Frucht. Alles klar, ich esse die Frucht. Iss sie, iss sie, iss sie. Oh. Okay, wir gehen mal rüber. Okay. Jo, was geht? Ich bin's, die Ente. Ich würde gern die Kirsche haben. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Oh, es gefällt ihm. Hey, gerne, gerne, gerne. Okay, kann ich jetzt die Kirsche haben? Nein! Oh Mann, er erkennt uns immer noch. Wir müssen weggehen. Das Huhn ist es nicht. Es ist nicht das Huhn. Lass das Blaue ausprobieren. Okay, nimm die grüne Bohne. Nimm die grüne. Jetzt werden wir zu einem achtbeinigen Monster. Was? Was? Wir duplizieren uns? Was? Ja! Ich meine, ja! Oh, was ist das? Nein, jetzt werden wir wieder gegessen! Nein! Oh Mann. Okay, das war die blaue, gell? Oh, jetzt muss ich überlegen. Ja, dann muss es die grüne sein. Weißt du, was macht die grüne? Ist die grüne. Damit werden wir einfach nur fett. Aber ein Fragezeichenschild. Ein Fragezeichenschild ist erschienen. Gib mir einen Tipp. Oh, warte mal. Gold und dann als Pink Gold essen. Ich esse Gold und dann... Ah, okay, 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 okay. Ich muss mein Haustier damit füttern. Guck, da steht dran. Ich muss dem das gelbe Ding geben. Okay, Roman, du schaffst das. Also, das eine hat mich dick gemacht, das andere auch. Ich werde von allem ein bisschen dick. Was hat die grüne noch? Kann ich ihn das essen lassen? Ist das? Was passiert mit ihm? Hallo? Jetzt kann er springen. Nein! Nein, 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 das wollte ich nicht. Nimm ihn das raus. Ich hab's ihm rausgenommen. Okay. Hm. Wie wär's mit dem hier? Iss mal. Probier mal. Und? Aktivieren. Jetzt wird er auch nur fett. Hm. Drück's ihm raus. Okay. Dann geben wir ihm mal hier so eine... Ah ne, die grüne habe ich ihm ja schon gegeben. Der kann es bewegen, aber es bringt nicht viel. Warte mal, wo war jetzt nochmal diese... Ach so, ich bin dumm. Ich muss diese goldene Pflanze hier schütteln, weil dann kommt nämlich der Dings runter. Der goldene Apfel. Das ist ja so und jetzt liegt der da unten drin. Und jetzt kann ich mein Haustier mitnehmen und kann ihm jetzt das Goldene geben. Das ist nämlich auch der Tipp gewesen. Iss den goldenen Apfel, mein Freund! Was passiert jetzt? Der bekommt jetzt bestimmt genug Arme, weil der hat doch 4. Und dadurch wird er jetzt wahrscheinlich 8 haben. Nee, nur 4. Okay, aber ich habe eine Idee, wie wir das machen. Wir gehen jetzt mit ihm rüber und nehmen diese Beine und machen ihn sozusagen und machen das hier mit ihm zu. Das heißt also, wir machen die Münder hier zu, dann schütteln wir nochmal den Baum, werden uns selber auch nochmal zu einer Spinne machen und dann können wir die restlichen 4 nämlich zumachen. So, das ist dann nämlich der Trick, weil dann können wir nämlich das genervige Singe von diesen komischen Dingern beenden, ne? Und damit können wir dann auch diesen Typen, der da die ganze Zeit schlecht gelaunt ist, endlich besser gelaunt machen und die Kirsche abholen. Machen wir hier die Münder zu. Zu! Ich glaube, es wird ihm jetzt gefallen. Was? Schnarcht der so laut? Okay, die sind alle verschwunden. Oh mein Gott, ist der laut. Alter.
Alter, der ist so laut, dass... Nein! Bitte, nimm uns das nicht wieder weg! Nein! Oh, Mist. Oh. Was? Okay. Klar, warum nicht? Okay. Ein Wackelpudding. Bitte, Wackelpudding, gib mir diese Kirsche. Bitte. Oh, was soll ich denn jetzt tun? Ich klicke einfach auf ihn drauf. Gib sie mir einfach. Oh. Okay. Es ist so einer ist es. Okay, ich verstehe, was das für einer ist. Okay. Feuer gegen Feuer, sagst du, oder was? Gib mir die Kirsche. Und zack. Oh, Mann. Okay, wie soll ich das am besten machen? Soll ich den Teller, irgendwas am Teller machen? Ich muss ihn überreden. Oh, ich habe ihn beleidigt, glaube ich. Guck mal, wie traurig er guckt. Er gibt sie mir. Nimm sie. Der veräppelt uns. Pass auf, zack, und jetzt zieht er weg. So einer ist es. So einer ist es. Der macht die ganze Zeit Späßchen. Späßchen macht er die ganze Zeit. Dann tue ich halt eben so, als ob ich gehe. Ah, ich komme von hinten, ne? Und jetzt, zack, von hinten schnapp ich sie mir. Rinder! Und da! Wow. Nein! Jetzt ist sie drin! Okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Jetzt gehe ich zur Seite. Und jetzt kann ich seitlich rein. Jetzt, Rinder! Ich bin drin! Ich hab sie! Ich hab sie! Oh mein Gott! Ich wollte schon sagen, das wär doch gelacht, hätte ich das nicht geschafft. Oh nein. Der Flo hat's mir wieder rausgeholt. Was ist das? Ein Ei? Oh nein. Okay, wir haben den Flo in diesen Mund reingesteckt. Oh. Okay. Wir haben einen Eierlöffel und wir können den kaum balancieren, weil der so schwer ist. Oh. Okay, was machen wir? Wir nehmen den Löffel und ich kann ihn bewegen. Okay. Ich kann also den Löffel bewegen und jetzt hole ich richtig Anschwung und jetzt brauche ich nur den richtigen Radius. Zack! Und zack! Und zack! Easy. Und da gibt er uns unser Haus hier wieder. Schön, schön. Okay, jetzt hau weiter drauf. Okay. Wir machen das Ding heute noch auf. Eier sind dafür da, um sie aufzumachen. 3, 2, 1. Oh, frohe Ostern. Frohe Weihnachten. Oh. Er hat uns sein Eggyolk hergegeben. Okay, jetzt müssen wir sogar noch balancieren, oder was? Oh mein Gott. Okay. Es wird schwieriger. Oh, okay. Jetzt bewegen wir uns vorwärts. Oder wann bewegen wir uns denn vorwärts jetzt? Jetzt muss ich herausfinden, wie wir überhaupt vorwärts kommen können. Hä? Wie kann ich denn vorwärts balancieren? Okay, ich muss so circa sein. Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Nimm das. Oh mein Gott. Das war so schwierig, das gerade zu balancieren, weil es doppelt und dreifach war. Oh, ein kleines Küken! Ah! Oh mein Gott, diese Küken sehen voll brutal aus. Hilfe! Oh, wow. Na klar. Hat sich nochmal ein Hut aufgesetzt. Alter, eine Riesenkirsche. Wir haben einfach eine Riesenkirsche. Aber irgendwas stimmt mit der nicht. Ich schwöre euch, irgendwas ist an der komisch. Ich sag's euch, da ist irgendwas komisch. Nein! Sie hat Augen! Ah! Okay. Nein! Wir werden von allem gegessen in diesem Spiel. Was soll das denn sein? Zieh raus! Oh mein Gott, wir wurden einfach zur Hälfte gegessen. Junge, unser Körper ist zur Hälfte in einer Kirsche gefangen. Zieh raus! Oh, Halleluja. So. Und beschweren tun wir uns auch noch. Okay. Was ist das für eine Kirsche? Und wir haben unseren Zuckerhut nicht dabei. Zieh ihn raus! Nein, das ist der falsche Hut. Komm, gib uns den richtigen. Das ist auch der falsche.
Alter, wie viele Leute hat der schon gegessen, gell? Da ist er. Das ist unser Hut. Genau. Okay. Nein! Er hat uns wieder gegessen. So. Was haben wir hier? Ein weiteres Rätsel. Okay. Ein Tor, ein Kessel und die Kirsche. Können wir die Kirsche holen? Nein. Okay. Die Kirsche scheint sozusagen eingesperrt zu sein. Wir nehmen unseren Floh. Nee, können wir nicht. Wir drücken auf die, auf diese Sprungfeder. Ah ja, okay. Er tut schon von alleine. Und ich glaube, jetzt kann ich das Ding hier spannen. Alter, guck mal, wie er schreit. Und schießen! Bisschen zu weit geschossen. Okay, nächstes Mal nicht so viel Kraft. Okay, okay, okay. Viel hilft viel, ne? Oh ne, das hat zu wenig. Okay. Wir brauchen mehr Kraft. Okay. So, und Abschuss! Was, das reicht nicht? Es gibt hier wieder ein Secret. Ich glaube, meine Idee, die ich jetzt noch habe, ist, in diesen Eimer da hinten reinzuschießen. Zack. Nein. Warte, ein bisschen mehr im Radius. Zack. Ah, ein bisschen auch nicht weit genug. Aber ich glaube, wir müssen in den Topf reintreffen, oder? Ist aber schwierig, den so zu treffen. Ja, ich habe ihn getroffen. Er hat sich erschrocken. Alter, warum ist da jetzt noch ein Topf an der Decke? Was? Okay, ich verstehe. Okay, okay, okay. Du willst es, du kriegst es. So. Oh, okay, 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 okay. Ah, wir müssen das Tor zum Erschrecken bringen. Und da ist nochmal ein Topf. Okay, jetzt haben wir einen Topf, der oben ist, der unten ist und einen Topf, der fliegt. Okay. Oh, Junge, wie sollen wir denn den Topf, der fliegt, da treffen? Wie soll man den denn treffen? Ich glaube, so ist der treffbar, glaube ich, oder? Aua. Okay, das war zu hoch. Oh, wie sollen wir den denn treffen? Und Schuss. Okay, jetzt habe ich die auch getroffen. Aber das hat nicht ausgereicht. Ich muss alle drei treffen? Yo, what? Okay, wie soll ich das denn machen? Also ich habe einmal den da und danach vielleicht den da oben als erstes. Ich glaube, ich muss einfach nur mit voller Kanone schießen. Oh! Oh mein Gott! Niemals! Ich habe alle getroffen! Da ist die Kirsche! Junge, ich habe es einfach gemacht! Abgefahren. Ohne Tipps. Ohne Tipps. Einfach durchgerockt. Alter, okay, das war jetzt mehr Glück als Verstand. Mein kleiner Chuchu. Hast du sehr gut gemacht, Kleiner. Jetzt rastet er aus, warum auch immer. Warum schreit er so laut? Hör auf, so. So. So ein Schuh auf ihn geworfen. Nochmal was werfen. Er hat gar nicht mehr auf zu... Bowlingkugel. Ente. Bild von der Schrei. Ein Boxhandschuh. Eine Trophäe. Die Kirsche. Jetzt hat er endlich seine Kirsche. So, freu dir einen Keks. Und hier hast du nochmal ein Haustier. Was sollen wir denn jetzt machen? Warum ist er denn jetzt so wütend? Warum ist er denn jetzt so wütend? Hör auf zu schreien! Oh, das ist das Einzige, was geholfen hat. Das Titelbild. Oh ja, Muskel hat er noch. Und ein Ei im Gesicht auch. Okay. Nächstes Rätsel, nächstes Glück. Wir haben zwei Roboter. Und der eine ist grün, der andere ist blau. Und da sitzt unser Haustier drin. Also gehe ich mal davon aus, dass das hier ein Roboterkampf werden wird. Oh, er hat einen Fussel gerade gegessen. Okay, gehen wir mal in den grünen Roboter rein. Oh mein Gott. Wird halt legit ein Kampf, gell? Können wir fahren? Ja, wir können einfach nach vorne und nach hinten fahren. Okay, dann fahre ich mal vorwärts. Gib ihm! Nein, wir haben verloren! Komm, ich gehe da nochmal rein. Ah, okay, wir können auch schlagen. Okay, ich muss richtig boxen mit dem. Okay, okay, okay. Nein! Was war das denn? Okay, pass auf. Okay, warte, ich brauche eine Taktik. Also ich kann
nach vorne fahren, nach hinten fahren. Damit kann ich mich ausbalancieren. Wenn ich drauf drücke, kann ich schlagen. Okay, ich darf... Okay, okay. Okay, jetzt habe ich ihn. Okay. Ich muss immer, wenn er mich nach hinten schlägt, muss ich mich nach hinten ausbalancieren. Okay, okay, okay. Ich hab es, ich hab es, ich hab es. Ich bin wie eine, wie eine Vase so ein bisschen. Und ich muss gegen ihn ankommen. Okay, jetzt haben wir ihn besiegt. Huh. Okay. Nice, sehr gut. Wütend ist er. Aber das ist jetzt der Roboter, der da wütend geworden ist. Die Roboter sind wütend aufeinander. Dabei haben wir gekämpft. Oh nein, die Armen. Wow. Okay, 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 okay. Alles gut, Jungs. Alles gut. Oh, Mann. Die armen Roboter. Aber Hauptsache, die Kirsche ist noch ganz geblieben, oder? Nein! Nein! Bitte nicht! Oh. Oh mein Gott. Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist das denn für einer? Was ist das denn für einer? Okay. Auge oder Kirsche? Kirsche! Oh nein! Balanciert auf seinem Auge und ist hingefallen. Und da ist er wieder. Dann das Auge. Wir geben ihm sein Auge zurück. Er hat sein Auge nicht. Nein, 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 er zieht unsere... Oh, nein. Nein, nicht die Kirsche als Auge. Jetzt ist alles falsch. Ich möchte... Okay, also, wir müssen uns für das Richtige entscheiden. Jetzt läuft sein Körper weg und sein Kopf auch. Aber die Kirsche ist direkt neben uns. Wir haben sie. Nein, 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 jetzt zieht er uns als Kopf an. Oh, nein. Jetzt hat er unsere Beine und wir seine Füße... Und unsere Hüte springen miteinander. Einfach so springen, Bock, hüpfen. Nein, jetzt haben wir gar nichts mehr. Oh. Was? Alter, da ist ja gerade alles, alles, was man nur wechseln kann, wurde gewechselt. Alles. Noch mehr Wechsel geht in diesem Spiel, glaube ich, gar nicht. Oh. Okay, das haben wir hier. Nächstes Rätsel, nächstes Glück. Wir haben hier... Wieder mal unsere Kirsche, aber diesmal in einem Vogelkäfig eingesperrt. Ein Radio, einmal diesen, was soll ich, wie heißt das denn überhaupt, diesen, er pfeift sogar, einen witzigen Karnevalshut und einen Weihnachtshut. Und eine Dusche. Drücken wir, die Dusche kann man sogar aktivieren. Duschen! Oh, okay, 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 alles klar. Jetzt sehen wir aus wie ein Geist einfach, ne? Okay, cool. Radio anmachen. Mach an. Nein, nicht ablecken, anmachen. Oh. Chillig. Chilliger Trap. Yeah. Okay, wir ziehen jetzt mal wirklich den Hut an. Was passiert, wenn wir den anziehen? Kann ich jetzt in den Spiegel gucken, bekommen Special Game? Jetzt hat sich die Welt in okay. Das heißt also, immer wenn ich einen Hut anziehe, verändert sich sozusagen die Dimension. Okay. Ein Pinguin und ein Schneemann. Was können wir mit dem Pinguin machen? Kann die Kugel bewegen, aber er kommt wieder dahin, wo er war. Aber es ist eine Schneekugel. Das heißt also, er sieht dann ein bisschen schöner aus. Und dieser Schneemann ist ja richtig gemein. Der sieht doch voll hieselig aus. Okay, hier gibt es auch einen Tipp, aber ich glaube, ich schaffe das vielleicht sogar alleine. Gehen wir mal zum Schneemann und reden mit ihm. Okay, er scheint ganz schön gemein zu sein. Ich glaube, wir müssen vielleicht diesen Charakteren aus der anderen Welt etwas mitbringen. Das ist das... Oh! Okay. Zum Beispiel, der hat eine Stachelfrucht auf dem Kopf und ein Pilz. Und ein riesenroter Knopf. Den drücken wir. Knöpfe sind dafür da, um gedrückt zu werden. Ah ja, natürlich. Der Klassiker. Der Klassiker.
ja, okay. Gehen wir mal zum Pilz. Kann man den Pilz essen? Iss ihn! Er legt natürlich den Pilz ab. Oh nein! Nein, er hat den Pilz abgeleckt und ist jetzt ganz verrückt. Okay, was machen wir in so einem Zustand? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen irgendwo hinfliegen. Los, Kleiner, flieg! Du bist frei! Du bist frei! Nein, ich wollte hier... Achso, wenn ich sogar drauf drücke, dann geht es sogar schneller. Okay. Das ist ja, glaube ich, irgendwie wie so eine Art Rätsel oder so. Oh, da bist du mal wieder normal. Okay, okay. Alles klar. Wir merken uns mal, dass wir nicht so viele Pilze ablecken sollten. Gehen wir mal zum Kaktus. Ich nehme mir die Frucht vom Kaktus. Kann ich die kurz haben, Kaktus? Oh nein. Klassiker. Oh nein. Alter. Okay, okay, okay. Blöder Kaktus, du. Okay, dann reden wir mit ihm. Was können wir denn da mit ihm sprechen? Kann ich diese Frucht da bitte haben, Kaktus? Bitte? Bitte, Kaktus! Ich glaube, dieser Kaktus, der sieht so aus, als ob er zu viel an diesem Pilz nebendran das schon abgeleckt hat. Nein! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist er auch nicht. Okay, dann ziehen wir mal den anderen Hut hier an. Hier haben wir eine Dusche. Und zwei Hüte. Und hier ist der Dings da. Was müssen wir denn da machen? Wir können einmal den Weihnachtshut und einmal den Hut anziehen. Ich zieh nochmal den an. Also hier haben wir nur diesen Kopf. Und die Stacheln. Und den Pilz. Und auf der anderen Welt... Da haben wir nochmal diesen Pinguin. Können wir mit dem Pinguin noch irgendetwas machen? Ich denke, ja. Wir können ihn nur drehen und werden dann aber verprügelt von dem Schneemann. Aber wir haben hier auch noch diese Eiszacken. Was kann man mit denen machen? Kann man die mitnehmen? Nein! Was? Die sind einfach direkt eingefroren, nachdem wir das gedrückt haben. Irgendwas müssen wir doch mitnehmen in die andere Galaxie. Können wir das essen? Iss mal. Nein, 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 das war so klar. Nicht mit der Zunge hängen bleiben. Alles klar, Alter. Okay. Er ist eingeschlafen. Er ist eingeschlafen. Nimm mit. Nimm mit. Nimm, nimm, nimm. Nein. Okay, okay, ich nehme mir mal einen Tipp mit. Er hat mir einen Film gezeigt, dass ich was trinken soll. Okay, dann müssen wir also zur Dusche. Okay, dann trinken wir jetzt was bei der Dusche. Trink die Dusche. Was? Okay. Ah, und jetzt muss er aufs Klo. Okay, das ist jetzt was Interessantes. Also gehe ich hier hin. Ich glaube, ich weiß, was ich tun muss. Ich glaube, ich muss diesen Kaktus hier anpinkeln, damit der wieder saftig wird. Ja, ich muss es sogar tun. Los, pinkel ihn an. Der muss wieder, der braucht wieder ein bisschen Wasser, der Kaktus. Und das ist so dumm, aber auch so cool. Ich liebe dieses Spiel. Und Kaktus, wie geht's dir jetzt? Hä? Wie jetzt? Jetzt habe ich ihn angepinkelt, oder was? Hä? Oh, ist das richtig? Oh mein Gott. Der Pilz ist einfach aufgestanden, was? Okay, ich weiß nicht, sollen wir ihn nochmal anpinkeln? Ich geh mal nochmal was trinken, oder? Und dann pinkel ich ihn nochmal an. Das ist, glaube ich,
Ist es nicht the way to go? Auf geht's. Ich glaube, wir müssen einfach nur eine zweite Runde eben nochmal wässern, damit er genug Wasser bekommt. Oder wir können wir auch den Schneemann anpinkeln? Ich probiere es nur aus, okay? Wir checken das mal ab. Was passiert, wenn wir den Schneemann... Oh mein Gott! Was passiert, wenn wir den Schneemann anpinkeln? Nein! Nein! Wird er jetzt gelb? Oh mein Gott! Aber da ist auch nichts passiert. Ist auch nicht richtig gewesen, den Schneemann anzupinkeln. Wen pinkeln wir an? Ah, hier! Ich glaube, die hier müssen wir anpinkeln, damit das runterbricht, oder? Oh mein Gott, das ist echt eine Frage der Frage. Was sagt denn das Schild? Ah, den Kaktus können wir anpinkeln, den Pilz können wir anpinkeln, aber wir können auch noch die Radiostation anpinkeln. Ja, yeah, ich habe verstanden, dass du es trinken möchtest. Probieren wir es aus. Jetzt haben wir den Kaktus, den Pilz müssen wir, glaube ich, anpinkeln. Ich glaube, es ist der Pilz. Es muss der Pilz sein. Wir gönnen uns nochmal eine pure Ladung. Wasser. Also es muss der Pilz sein. Ich bin mir relativ sicher, weil wir hatten den Kaktus schon. Und jetzt gibt es nochmal den Pilz hinten drauf. Den Pilz haben wir schon geärgert. Aber jetzt pinkeln wir den, glaube ich, richtig an. Oh mein Gott, der singt. Hä? Jetzt, wo wir die Musik angepinkelt haben, singt der einfach. Anpinkeln. So, jetzt pinkeln wir den direkt. Wow! Oh, Junge! Oh, okay, wir haben irgendeine Reaktion bekommen. Oh, Alter, der Kaktus rastet aus. Er hat uns das Dings gegeben. Er hat uns die Frucht gegeben. Der Kaktus ist richtig happy. Aber es ist zu stachelig, um es zu halten. Ne? Nimm es doch am Stiel. Nicht an der Frucht. Wie können wir den mitnehmen? Alter, was ist hier los? Okay, okay, okay. Wir gehen nochmal kurz rüber. Ich brauche... Oh, okay, die sind auch... Okay, die haben auch angefangen zu tanzen. Und bei denen sind inzwischen drei Tiere in dieser Glaskugel drin. Okay, nochmal einen roten Knopf drücken. Oh. Okay, jetzt kommt da einfach nur noch so ein Ding runter. Wie soll ich das denn machen? Nochmal draufdrücken. Jetzt will er nicht mal mehr draufdrücken. Ja, dann nimm die Kirsche. Nimm sie. Hä? Spiegel ausziehen. Hä? Wie ist die... Hä? Wie ist die jetzt nach da draußen gekommen? Ich habe gerade gar nicht verstanden, wie ich das gemacht habe. Und warum ist da jetzt mein Haustier? Wie habe ich das überhaupt geschafft? Ach so, ich habe durch die Vibration von diesen gesamten Dingern, die da runtergefallen sind, habe ich die Kirsche rausgeholt. Nein! Und die Kirsche ist wieder weg. Ah! Oh nein, das ist wie Dings. Jetzt muss ich unser Haustier erwischen. Jetzt schnell. Ich muss jetzt so schnell wie möglich schlagen, damit ich es, glaube ich, erwische. Komm schon, hau drauf! Hau drauf! Hä? 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 Nein! Komm schon, schlag irgendeinen, Mann! Schlag irgendeinen! Oh mein Gott, die sind sogar gelb und grün und die haben alle verschiedene Farben. Hilfe! Da sind auf einmal auch Pinguine. Jetzt schlage ich mich einfach selber schon. Das ist ein bisschen zu komisch, Mann. Oh nein. Hey, das ist die Dings. Das ist die Schnecke. Ich glaube, es war nicht gut, den zu schlagen. Oh, Mann. Oh. Okay. Nein! Das ist ein UFO? Das ist ein UFO. Oh mein Gott, das ist ein Alien einfach drin.
Aber wir verstehen uns gleich gut. Oh nein. Das arme Alien, das kommt, glaube ich, nicht raus. Ach, zum Glück. Alter, sieht aber gerade schon hässlich aus. Oh mein Gott, es hat diesen Planeten jetzt einfach erobert. Oh mein Gott, wie geht man mit einem Alien um? Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen mal an die Flagge dran. Wechseln wir die Flagge? Nee, wir reden mit dem Alien. Geburtstagskuchen? Geburtstagskuchen. Guck mal, ein Geburtstagskuchen, liebes Alien. Happy Birthday! Oh, okay. Ist, glaube ich, nicht daran interessiert, einen Geburtstagskuchen mit uns zu essen. Schauen wir mal rein. Musik. Du willst doch bestimmt Musik mit mir hören. Ja, das wird ihm bestimmt gefallen. Perfekt. Nein! Nicht unsere Gitarre! Okay. Fernseher. Du willst bestimmt Fernsehen gucken. Fernsehen. Oh, das gefällt ihm. Das gefällt ihm. Nein, 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 nicht den Funk stören. Hör auf, den Funk zu stören. Ah, er ist abgelenkt, er ist abgelenkt. Jetzt holen wir uns die Kirsche. Nein! Nein! Mist, er hat den Fernseher auch zerstört. Wir brauchen eine andere Art und Weise, um das Alien zu beeindrucken. Portal oder Katze? Boah. Portal? Oh, jetzt verwirren wir ihn, glaube ich. Nein! Er schießt alles ab! Okay. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Katze. Die haben immer Angst vor Katzen. Guck mal, ein Kätzchen. Alter, die Katze sieht doch echt gruselig aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, okay. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt werden wir mal böse zu ihm sein. So. So, jetzt schimpfen wir den mal aus. Geht gar nicht so. Zurück mit dir auf den Planeten, wo du herkommst. Genau. Zack, zu das Ding. Mach ab, Affe zu, Klappe tot und weg mit dir. Yo. Genau so macht man das. Nein! Oh nein, ein neuer Alien. Was mache ich denn mit dir? Boxen wir den weg, oder? Einfach Gewalt. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Zack, 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 Kinnhaken, 360. Los, komm, hau ihn um. Hau ihn um! Oh, er hat uns weggelasert. Alter, der hat uns unsere Backe weggelasert. Okay, ich verstehe. Sein Raumschiff ist übrigens kein normales Raumschiff, sondern das ist wie eine Bohne. Sieht aus wie ein Jelly Bean. Ich drück nochmal drauf. Mit der Kanone wegschießen? Wir versuchen mal, die Kirsche einfach so zu nehmen. Kirsche nehmen! Bitte nimm sie! Nein. Die Kanone. Wir stecken ihn einfach in eine Kanone und schießen ihn einfach weg. Das ist, so machen wir das auf der Erde. Genau. Bitteschön. Attacke! Ja. Oh Gott. Nichts funktioniert bei uns. Nichts. Oh, okay. Wir könnten ihn einfach mit einem Messer angreifen, oder? Los! Stech ihn ab! Oh, Laserschwert sogar heftig. Ich dachte, der hat jetzt ein Messer. Ja! Oh mein Gott, es funktioniert. Oh mein Gott, jetzt sind es zwei. Hör auf, sie durchzuschneiden! Nein! Jetzt haben wir schon vier! Hör auf! Bitte tu es nicht! Mist, was machen wir denn mit dem? Godzilla, wir müssen Godzilla rufen! Drück drauf! Da ist er. Unser Good Boy. Zack. Nein! Du bist auf den Falschen getreten. Oh. Lächeln. Hammer. Hatten wir den Hammer schon? Hau einfach mal mit dem Hammer drauf. Mach mal. Einfach mal machen.
Das hilft. Oh, hilft gar nicht. Hauptsache, der Hammer hat uns zweimal geschlagen und das Alien nur einmal. Oh nein. Okay. Kraft hatten wir auch schon probiert, ne? Oder? Nimm die Kraft! Das Ding ist absolut nicht angreifbar. Die einzige Möglichkeit ist es, zum Lachen zu bringen. Hier eine Blume, guck mal. Oh, er mag die Blume. Er ist allergisch. Er ist allergisch. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, wir haben ihn wegbekommen. Halleluja. Nein. Nein. Mann. Okay, was machen wir? Was machen wir? Ein Bumerang. Wirf, wirf. Na, Papierflieger. Nein, nein. Ein Pfeil. Schieß, schieß. Nein. Zeit zurückdrehen. Der Wecker war es auch nicht. Papier. Schmeiß Papier, einen Stein. Eine Pumpe. Schmeiß die Pumpe los. Nein. Schmeiß, nein. Schmeiß jetzt. Jetzt schmeißen. Oh. Nein. Da ist unser Haustier. Los, bitte. Der benutzt einfach eine Schere. Schneidet der den Laser durch. Oh, der hat... Wow. Er hat einfach ins UFO ein Loch reingemacht und dadurch wurde das UFO zerstört. Und die Kirsche haben wir immer noch nicht, weil der Flo es uns wieder geklaut hat. Oh! So, jetzt spucke ich dich aber ab. Zack! Nein! Oh mein Gott, das ist wie so ein Minigame. Ich muss, glaube ich, einfach immer nur gut genug schießen. Der trifft doch nicht mal. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ich muss ihn, glaube ich, durch die Bande treffen. Ich habe einen Vogel einfach geschmissen. Oh mein Gott. Da kann einfach so Vögel vom Himmel schießen. Und da ist jetzt einfach noch so ein Drache. Was kann ich noch vom Himmel schießen? Die Wolke! Oh mein Gott, das war's tatsächlich. Und da noch ein. Zack. So, jetzt ist dir noch ein Globus auf den Kopf geflogen. Und zack. Und da kommt noch mal ein Eimer. Oh, oh, oh. Da ist jemand aber gerade auf einer komischen Flugbahn. Und ein Klavier. Komm. Alter, er fliegt einfach immer noch in der Luft. Wir brauchen irgendwas richtig Scharfes. Ja, Mann. Ein Riesenpilz in Hausform. Er ist aber trotzdem rausgeflogen. Ich fasse es nicht. Oh, wir werden niemals diese Kirsche bekommen. Was? Er hat sich in dieser Wolke da versteckt. So, getroffen. Da war er drin. Und wir schießen so Wolkengeister daraus. Jetzt ist er in der Wolke drin. Gib ihm. Oh mein Gott, diese Wolke ist überaggressiv einfach. Alter, nein. Oh mein Gott, man sollte niemals einfach so in die Wolke reinschießen. Da. Schieß da jetzt rein. Da ist einfach ein Fenster. Der beschwert sich bei uns. Okay, jetzt da unten links. Jetzt ist er unten links. Schieß drauf. Ich fliege da mit einem Auge, gell? So. Jetzt kommen da ein paar Tulpen raus. Und jetzt schieße er die letzte Wolke ab. Komm schon. Jetzt duscht da einfach einer. Okay. Lässig. Sehr lässig. Okay. Jetzt hör auf, da zu duschen. Er hat sich wieder neue Seife reingemacht. Und jetzt nochmal die Wolke. Die hatten wir doch schon mal. Hä? Okay, 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 okay. Ich bemerke, das ist ein endloses Spiel, bis wir, glaube ich, die Dings getroffen haben. Diese Fliege. Ich glaube, wir müssen die Fliege treffen. Okay, 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 okay. Relax, relax, relax. Nein? Ah, warte mal. Die Wolken bewegen sich durch die Druckwellen. Vielleicht muss ich sie einfach nur miteinander kombinieren. Sodass sie alle auf einer Seite sind. Jetzt sind alle Wolken auf der Seite.
Aha, aha. Jetzt habe ich alle Wolken miteinander kombiniert, wie auch immer. Jetzt habe ich eine Riesenwolke. Danach kann er sich nirgendwo mehr verstecken. Boom. Jetzt habe ich alle auf einmal rausgeholt. Oh mein Gott, jetzt ist er im Weltall einfach. Ah, da kommen Sonnen. Wie machen wir das jetzt im Weltall? Wir brauchen diese Kirsche. Er ist auf einen Stern aufgestiegen und weggeflogen. Er fliegt auf einem Stern. Schieß ihn ab. Ja. Yeah! Okay, 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 okay. Er reitet jetzt bestimmt gleich auf einem anderen Stern. Okay, er ist jetzt da drauf aufgestiegen. Natürlich werden die Sterne schneller. Nein, nicht getroffen. Nein! Okay, er fliegt immer dieselbe Laufbahn. Ich muss einfach nur rechtzeitig draufschießen. Ja! Yeah! Okay, jetzt hat er nur noch einen Stern, auf dem er fliegen kann. Und das ist der kleinste und auch der schnellste. Aber das ist kein Problem. Wir müssen nur die Fluglaufbahn verstehen. Ab jetzt schieße ich. Ja! Okay, nice. Nice, nein, 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 nein. Okay, jetzt ist er auf dem Mond. Natürlich, klar. Wir werden diese Kirsche niemals bekommen. Wie sollen wir denn von hier... Egal. Ich schieß mal so. Ah, wir können Sterne dazu fügen. Ich schieß mal einfach so direkt hin. Okay, ist das wieder ein kleines Rätsel? Ich glaube, ich muss ihn mit Sternen einkreisen, ne? Damit er sozusagen nicht mehr fliehen kann. Ich kreise ihn mal extra ein, damit er da nirgendwo weggehen kann. Weil ich denke, damit haben wir eine höhere Erfolgschance, dass er dann hängen bleibt. Wisst ihr, wie ich meine? So, jetzt habe ich ihm mal einen kleinen Kreis gebaut. Und gleich schieße ich ihn mal ab und schau mal, ob das dann funktioniert. Abschießen. Jetzt müsste er eigentlich gegen einen von unseren Sternen fliegen. Ha! Das kann nicht sein. Ich glaube, ich muss ihn Richtung Mond bewegen. Er bewegt sich immer nur dort oben links in der Ecke. Und er flieht immer vor uns. Das muss irgendwas anderes sein, als ihn die ganze Zeit abzuschießen. Vielleicht dieses Ding hier? Irgendwas auf den Mond abschießen. Ah, wir müssen den Mond abschießen. Ah ja, natürlich. Natürlich. Ja, nein, unten. Nein, der Mond. Alles klar. Wir haben den Mond abgeschossen. Klasse, klasse. Bitte, haben wir jetzt endlich die Kirsche? Haben wir sie bekommen? Wir haben sie. Und das ist ein Marienkäfer. Hallo. Hallo, kleiner Marienkäfer. Drück nochmal drauf. Warum macht das Grunzgeräusche, dieser Marienkäfer? Drückt auf. Oh, jetzt hat er uns gebissen. Und lässt nicht mehr los. Was für ein fieser Marienkäfer. Nein, er hat unsere Hand gefressen. Drückt drauf. Drei Stück. Drei Marienkäfer. 500 Marienkäfer. Hey, ihr Lieben. Nein! Oh. Nun gut. Alles klar. Was haben wir hier? Jetzt suchen wir weiter in die Kirche. Die Kirche kommt einfach nicht. Da! Bitte gib uns die Kirsche endlich. Er ist im Loch oben verschwunden. Das Ding ist also in dieses Loch dort oben rechts reingesprungen. Und nun haben wir hier eine Menge Personen bzw. Alien-Lebewesen, die wir erstmal alle inspizieren müssen. Stinken tut's hier auch. Okay, wir checken mal alles aus. Klicken wir mal jeden Einzelnen an. Hallo, du Grüner. Was macht der? Er scheint wie ein froschähnliches Trampolin zu sein. Oh mein Gott.
Okay, also er hat jetzt die Zunge rausgestreckt. Interessant. Probieren wir mal den anderen Großen hier aus. Mal gucken, was der macht. Der macht ja gar nichts. Aber der hat hier unten, ne, ein kleines Auge, was man andrücken kann. Nochmal drücken? Achso, das ist wie eine Rutsche. Den Typen kann man wie eine Rutsche verwenden. Okay, dann was ist mit dem dritten? Was macht der? Okay, der hat sich auch verändert. Ah, und der kann tatsächlich eine Rauchblase nach oben schieben. Dann nehmen wir mal den hier. Ich glaube, den müssen wir sogar aufheben. Aha. Und den stecken wir mal da rein. Steck ihn rein. Und jetzt draufdrücken. Aha. Okay, Leute. Ich glaube, das ist wie eine Kettenreaktion. Nehmen wir mal den hier. Und ich habe eine Idee. Können wir den da draufpacken? So. Okay. Nee, ich habe eine Idee, wie wir das machen können. Wir müssen den hier wieder nehmen. Den packen wir da rein. Zack. Ah, nee, den müssen wir erstmal einschalten. Okay, 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 relax. Wir legen den nochmal kurz auf den Boden. Dann machen wir das Ding da an. Was ist das? Ein kleiner Floh? Den haben wir... Oh mein Gott. Der sieht aber ganz schön gruselig aus. Okay, das, was ich machen wollte, ist das Ding hier eigentlich wieder einschalten. So, dann haben wir das eingeschaltet. Dann nehmen wir das Ding hier. Und dieses andere Teil, das ist ja da drauf gelandet, ne? Das heißt also, wir müssen also das hier... Nee, warte mal. Das hier müssen wir wieder runternehmen. Und dann müssen wir hier drauf. Dann müssen wir da drauf springen und sozusagen das Ding... Ah, wir müssen da hochrutschen irgendwie, kann das sein? Warte mal, den hier müssen wir wieder einfahren. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wie machen wir das? Was passiert, wenn ich das Ding hier nehme und das aktiviere? Aha! Jetzt habe ich den da reingeschossen. Aber er ist wieder rausgekommen. Okay, warte. Wir probieren es nochmal aus. Wir müssen uns selber da rein katapultieren, bemerke ich gerade. Also. Der Kleine muss in die Zunge rein katapultiert werden. Okay, der kleine Grüne muss in die Zunge rein katapultiert werden. Das heißt also, wir nehmen den hier und legen den hier da rein. Dann nehmen wir den hier. Ah, nee, den dürfen wir hier noch nicht nehmen. Den müssen wir erst aktivieren. Dann haben wir den aktiviert. Dann, nachdem wir den aktiviert haben, nehmen wir den so. Dann nehmen wir den, stecken ihn da rein. Nachdem wir ihn da reingesteckt haben, wird der andere katapultiert, nachdem wir das gemacht haben. Der fliegt dann auf die Zunge drauf und ist dann in der Zunge drin. Okay. Okay, 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 okay. So. Jetzt müssen wir... Was müssen wir jetzt machen, laut dem... Nein. Hör auf, die ganze Zeit zu labern. Ich wollte mir den Tipp da ansehen. Dann haben wir das so, wie wir es jetzt brauchen. Und jetzt aus dem Riesenmaulfrosch muss ich mich da rein katapultieren. Aber wie kann ich mich denn da rein katapultieren? Das frage ich mich gerade. Ah, jetzt! Aha, okay, ich dachte, ich muss immer zu ihm hingehen. Okay, jetzt bin ich drin im Loch. Alles klar. Wupp, 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 wupp. Schönes Ding! Oh ja. Die sind auf einmal richtig happy, dass ich gewonnen habe. Dieses Spiel ist ganz schön verrückt. Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Okay. Die Kirsche ist in diesem Vogelnest drin. Klicken wir drauf. Wir könnten ihm irgendwie einfach schieben. Da hat er keinen Bock drauf. Okay. Wie wär's mit nochmal anschieben? Oh nein. Okay, da hat er uns jetzt auch verprügelt. Schieben, brutales Schieben, ins Bettchen gehen? Oh, wir können ihm ein Schlaflied vorsingen. Oh, er ist eingeschlafen. Okay. Jetzt können wir die Kirsche klauen. Funktioniert das? Oh. Das ist nicht die Kirsche, das ist der Sohn von ihr. Oh nein. Nein, sei leise. Oh mein Gott. Nein, du Armer. Oh, und da ist der Floh und er rennt natürlich mit der Kirsche weg. Wir müssen diese Kirsche bekommen. Oh mein Gott, was haben wir hier? Zahnbürstfleisch. Nein.
Okay, das Zahnfleisch ist jetzt mit der Kirsche gemeinsam in einem Becher. Ja, ja, ich verstehe, du willst es haben. Okay, probieren wir mal, Wasser reinzufüllen. Vielleicht geht das ja, wenn wir Wasser reinfüllen. Aber wir kommen nicht hoch, selbstverständlich. Was? Ist das hier Kleber? Können wir den nehmen? Den können wir aufmachen. Aha. Ah, nee, das ist Zahnpasta. Können wir Zahnpasta essen? Was ist, wenn wir nach unten drücken? Okay. Diese Zahnpasta ist einfach zu einer Schlange geworden. Okay. Ist natürlich ein bisschen dumm. Wir essen mal die Zahnpasta. Gefällt ihm gar nicht. Aber die Zahnpasta geht wieder rein. Okay. Das heißt, es ist also... Was passiert, wenn wir die Schlange direkt essen? Geht das? Nee, er leckt nur den Becher ab. Okay. Dann der Gullideckel. Was macht der? Der geht gar nicht auf. Okay. Die Seife, mit der können wir reden. Hallo, Seife. Okay, aber die Seife kann uns auf jeden Fall, glaube ich, helfen. Können wir sie aufmachen? Wir können hochgehen. Und dann sind wir hier oben. Okay, wir können hochgehen und dann sind wir an der Zahnbürste dran. Die Zahnbürste können wir auch hochklettern. Okay. Können wir von hier aus einfach da reinspringen? Weil wir können das Ding hier einfach umwerfen. Wirf's um! Komm schon! Ja! Oh mein Gott. Niemals hat das einfach so funktioniert. Nein, nein, nein! Das Gebiss! Es lebt natürlich! Oh nein! Nein, 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 nein! Okay. Jetzt haben wir ein wildes Gebiss, was da herumläuft. Vielleicht müssen wir die Zähne für ihn putzen. Die Schlange. Wir holen die Schlange raus. Er wird die Schlange jagen. Er wird die Schlange jagen. So, der rennt weg. Was ist mit den Zähnen? Warum kommen die nicht wieder? Ich rede mit den Zähnen. Hey, Zähne, was geht? So, und jetzt kommen die Zähne aber zurück. Die Schlange, die Schlange, die Schlange, hol die Schlange. Nein, nicht wieder da reingehen, nicht wieder da reingehen. Jetzt, die Schlange, die Schlange, die Schlange. Hier, die Schlange, fang sie. Fang die Schlange, fang die Schlange. Keiner will die Schlange fangen, warum nicht? Warte mal, ich habe das Gefühl, man kann hier irgendwas machen. Ah, jetzt können wir auf die Zahnpasta, auf die Zahnbürste drauf. Und jetzt sind wir auf dem Hahn oben drauf. Jetzt sind wir drauf. Können wir das aktivieren? Bitte fall nicht runter. Wir sind drin. Wir sind drin, Mann. Was machen wir da drin überhaupt? Der Gulli. Der Gullideckel. Wir haben den Gullideckel geöffnet. Okay. Okay, 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 okay. Sehr nice. Jetzt, was machen wir damit? Auf die Zähne. Nein, nein, nein. Okay. Jetzt haben wir den Gulli geöffnet. Schauen wir mal kurz in einen Tipp rein. Was haben wir da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das denn? Also, wir müssen auf jeden Fall dieses Ding da raus befördern. Wir müssen den Gulli aufmachen. Wir müssen Seife irgendwie rausholen. Wir müssen die Schlange durch die Zahnbürste... Ah, nee, wir müssen die Schlange zur Zahnbürste bringen. Und wir müssen die Schlange zur Zahnbürste bringen, okay. Und Wasser in den Becher reinmachen. Und den Becher wieder umdrehen. Okay, da gibt es noch einen Pfeil nach oben. Ist das das Drücken sozusagen? Ja, ist es. Okay. Aha. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir einen neuen Kandidaten hier nochmal. Mit dem Schleim können wir jetzt tatsächlich da ins Glas uns runterhangeln. Also probieren wir das. Schauen wir mal, wie das klappen wird. Geh rein, Kumpel. Nimm den Schleim zu deinem Vorteil. So. Und die Seife jetzt nehmen. Zum Runterhangeln. Halt dich fest, Kumpel. Halt dich fest. Komm schon. Kann das nicht nehmen? Okay. Ich glaube, ich kenne das Problem. Also, wir müssen nicht nur ein Strahl mit Seife nehmen, sondern wir müssen einfach mehrfach diesen Schleim verwenden, ne? Damit dieser Schleim mehrfach ein Seil bis nach ganz unten machen kann.
Ist eigentlich eine ganz simple Geschichte. Guck, jetzt wird dieser Schleim immer länger und immer länger. Und jetzt kann man da sozusagen runtergehen. Und dann kann man da direkt runterrutschen. Richtung Kirsche. Das heißt also, jetzt nehmen wir den Schleim und jetzt können wir da runter. Natürlich. Okay, damit sind wir sicher. Und direkt neben der Kirsche. Woo! Okay, sehr, sehr nice. Sehr süß. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh nein, oh nein, oh nein. Alter, woher kommen denn auf einmal so viele Zähne? Aber wir sind weg. Nice. Lichtschalter. Ich habe gerade für das vorherige Rätsel ein bisschen lange gebraucht. Oh, drück den Lichtschalter. Oh mein Gott. Hä? Wow. Wollen wir nochmal drücken? Komm, drück ihn nochmal schnell. Nein. Drück nochmal. Nein. Drück nochmal. Ich kann nicht fliegen. Was ist das? Ein Ballon. Los, schnell nochmal. What the fish? Okay. Schnell weg. Ah. Oh, sogar die Kirsche in der Hand. Junge. Schönes Ding. Drei Kirschen? Nein. Jetzt werd mal nicht gierig, Mann. Nein. Geist. Das hast du davon. Das ist das, was Gier aus Menschen macht. Erst wollen sie drei Kirschen, jetzt haben wir einen Tod vor uns. Hallo? Freundlich oder nett? Böse! Ich habe keine Angst vor dir! Okay. Nett? Freundlich? Freundlich sein? Wir sind freundlich! Oh! Alter! Okay. Ich mach mal das Licht einfach mal wieder aus. Drück drauf, Mann, drück drauf! Oh wow. Jetzt kommen wir in Reagenzgläser rein. Oh Mist. Oh Mist. Okay. Das sieht nicht so gut aus. Wurden wir jetzt von den Toten eingesperrt oder was soll das denn hier werden? Wir müssen doch irgendwie wieder aus... Oh nein. Die blaue Pille oder die rote Pille? Oh, ich weiß es nicht, Mann. Ich nehme die blaue. Und er? Er kriegt die rote. Nein, ich bin zu einem Schleim geworden. Er auch. Oh Gott. Pilz und diese Dinge, Schnecke und Bakterien, Fisch und Katze, Hund und Schlange. Ich nehme Fisch und Katze, Hund und Schlange und der andere bekommt dann das andere. Oh mein Gott. Jetzt sind wir einfach so zu... Was ist das? Ich nehme die schlechte Potion oder die Traurigkeitspotion. Oh, jetzt bin ich schlecht gelaunt und den anderen mache ich gut gelaunt. Gut gelaunt, der grüne Pilz. Oh mein Gott. Die beiden sind ja richtig verschieden. Der eine provoziert den anderen. Aber das war nicht richtig. Okay. Ah, guck mal. Ich glaube, hier hinten, das sind die Regeln. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall zwei Leute, die wütend sind. Nein, wir brauchen schon zwei verschiedene. Rot und blau. Okay. Der eine muss schon das werden, was wir gerade vorhin hatten. Ich versuch's mal so. Ist das richtig so? Oh nein, jetzt habe ich eine Schnecke gemacht. Und dich machen wir halt da so ein Ding. Nee, so auch sowas. Die müssen richtig aggressiv werden, damit die da raus... Was? Der ist einfach explodiert. Schlecht gelaunt? Schlecht gelaunte Schnecke?
und schlecht gelaunte andere Leute. Warum sind da so viele auf einmal? Aber die sind zu klein. Die müssen viel größer sein. Ah, die Schnecke, die bewegt sich kaum. Ah, okay. Rote Pille für ihn. Ja, blaue Pille für ihn. Oh Mist, das ist echt schwer. Ich nehme das hier für ihn. Nein, ist ein Wurm draus geworden. Und was passiert mit dem? Blau und das. Okay. Okay, da haben wir das Richtige. Da haben wir das Richtige. Ich mach mal hier den netten Wurm. Und hier den bösen. Das ist genau der, der auf dem Hintergrundbild auch gemacht ist. Schafft er es, das Ding umzuwerfen? Der eine muss den anderen aufnehmen, aber es hat nicht gereicht. Wir probieren es aus. Okay, weißt du was? Wir nehmen beide blaue Pille. Blaue Pille und blaue Pille. Beide blau. Keine rote. Nur die blaue. Genau. Jetzt haben wir zweimal diese Blobs. So. Dann machen wir einmal den hier. Genau. Und einmal den hier. Ja! Jetzt sind beide richtig. Jetzt haben wir die auf den Rückseiten. Das hatte ich sogar fast am Anfang schon. Böse gelaunt. Und auch böse gelaunt. So. Jetzt müssen die sich beide hassen. Das muss richtig sein. Das muss richtig sein. Bitte! Bitte, bitte macht euch kaputt. Ja! Oh, Halleluja. Nice, 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 nice. Sehr nice. Hup. Du, 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 du. Kirsche. Bitte, gib mir diese Kirsche. Gib's. Okay. Okay, 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 ich springe hier rüber. Das ist mir egal, ich gewinne das Ding. Ich werde mir meine Kirsche jetzt wiederholen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Mein Gott. Spring, mein Kleiner, spring! Spring, so viel du kannst! Diese Kirsche gehört ab heute uns. Kein Spiel der Welt kann mich aufhalten, um diese Kirsche zu holen. Ich werde sie diesmal holen. Diesmal werde ich sie holen. Ich schaffe es. Über den Parcours hier drüber. Über den Riesenstein hier. Über den anderen Riesenstein. Oh mein Gott, der kam aus dem Nichts. Und Sprung. Und wir reiten sogar auf dem Floh. Diesmal wird es was werden. Das ist das Finale. Ich spüre es. Ich spüre es. Oh mein Gott, da ist schon wieder ein Riesiger gewesen. Okay, spring! Warte mal, jetzt reitet er auf uns? Was ist das denn? Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Seit wann reitet der auf uns? Ich dachte, wir reiten auf ihm. Jetzt reiten wir auf meinem Hut. Oh! Wir dürfen ihn nicht verlieren, wir dürfen ihn nicht verlieren. Schnell, wir müssen uns beeilen. Schnell, 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 wo ist er hin? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wir dürfen ihn nicht verlieren. Ich darf ihn nicht verlieren. Nein. Komm schon, Kleiner, komm schon. Rennen, rennen, rennen. Wir haben es fast geschafft. Über die Steine drüber. Hier hinten ist er irgendwo. Er ist hier hinten irgendwo. Da. Okay. Ich hab das Gefühl, ich hab ihn gleich. Da ist er. Er rastet aus, er rastet aus, er ist richtig wütend. Oh mein Gott, das ist wie ein großer Bruder. Der hat denselben Hut an wie wir. Der rastet ja richtig aus. Oh mein Gott, was passiert hier? Der ist wie hängen geblieben. Nein! Er will sie selber essen. Der hat nicht im Ernst das Ding gegessen. Oh nein. Jetzt sind wir in dem seinem Körper drin. Nein! Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell da hoch. Schnell hier hoch. Warten, bis er zubeißt. Jetzt, 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 jetzt.
Jetzt schnell durch. Einfach nur schnell. Okay, wir sind durch. Oh, jetzt sind wir hier im Magen-Darm-Trakt und müssen diese Kirsche holen. Nein, ein Zahn. Ein Zahn. Nein, zu viele Zähne. Okay, wir kämpfen mit den Zähnen. Okay, okay. Mein Gott. Okay, den habe ich geboxt. Kommt her, komm her. Zack, zack. Okay, komm her. Komm, ich hau euch alle weg, Mann. Zack, 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 zack. Komm her, komm her, komm her. Willst du einen Kinnhaken oder was? Komm her, komm her, komm her. Putz. Und. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Oh, ja. Weggenotzt. Okay. Nice, 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 nice. Da kommen sie alle nochmal wieder. Oh, oh, oh. Junge, das ist Dings. Einfach Karate-Kid. Okay, okay, okay. Oh, nein! Oha. Inzwischen ist einfach richtig sauer. Das ist der süß, Mann. Nein! Oh mein Gott, ein Bullenzahn? Das ist so gut. Das ist einfach ein Zahn, der als Bulle dargestellt ist. Oh nein, unser Flo kann ihn reiten. Er macht einfach Dings. Oh, what? Der macht halt, das ist einfach voll der Cowboy, unser Flo. Ah. Okay. Wir reiten jetzt Richtung Kirsche. Oder warte mal, das ist die falsche Richtung. Das ist die richtige Richtung. Wuhu! Ab in den Darmtrakt. Oh, danke, dass du... Er hat uns einfach runtergeworfen. Okay. Wir sind jetzt im Darm. Oh. Ah, okay. Das ist wie ein Puzzle. Okay, ich kenne den Weg. Jetzt, ah, nee, doch nicht. Doch, ich kenne ihn. Wir gehen hier lang. Dann gehen wir, wenn wir da lang gehen, fahren wir so, so, so. Ja. Das ist der richtige Weg. Hier lang. Jetzt müssen wir durch seinen Dick- und Dünndarm einfach reisen, Alter. Was wir hier heute nicht alles schon gemacht haben, ha? Ui. Weil die Idee ist, ich fahre jetzt nämlich einfach so und dann nehme ich gleich die nächste Autobahnkreuzung Richtung Kirsche. Nein, falsche Richtung. Da lang? Nein. Das ist so witzig, wie der sich nebendran auch dreht, gell? So. Und jetzt da rein. Nein. Ist voll schwer, da reinzukommen. So. Und zack. Umdrehen. Du sollst da reinrutschen. Hä? Ah, okay. So. Und jetzt ab Richtung Kirsche. Nice. Puh. Da sind wir. Okay, es sieht so aus, als ob wir sind, glaube ich, im Arsch gelandet. Wir haben endlich die Kirsche gefunden. Endlich! Oh, wie süß! Er hat seine Kirsche... Nein! Was? Was ist das denn? Das ist ein Virus? Schlag ihn! Ist das unser böser Bruder oder was ist da los? Schneckenattacke. Schneckenrennen? Was passiert hier? Warum muss ich das tun? Schnell, drück! Schnell, schnell, schnell! Meine Schnecke muss... Nein! Nein! Oh mein Gott. Schnell, Propeller! Ich habe einen Propeller an meine Schnecke dran gemacht. Okay, okay, schnell, beeil dich. Raketenantrieb. Raketenantrieb. Okay, okay, Raketenantrieb. Nochmal Rakete, nochmal Rakete. Komm schon, nochmal Rakete. Propeller. Rakete. Flieg ins Ziel. Oh, wir haben das Schneckenrennen gewonnen. Oh. Wir haben gewonnen. Was? Wir haben verloren? Wir haben doch gewonnen. Schneckenrennen-Champion. Ich habe ein Dings bekommen. Ein Erfolg. Okay.
Schach. Oh nein. Schach? Muss ich wirklich Schach gegen den spielen? Du laberst. Ich liebe Schach. Oh mein Gott. Wow. Das war ja ein tolles Schachspiel. Ei, Ei in Korb. Was ist das? Oh mein Gott. Ich muss Eier einfangen. Nein? Habe ich schon verloren? Was ist das denn? Warum verliere ich denn jedes Spiel hier? Ich schreie ihn einfach an. Alter, der ist ja in allem besser als wir. Kung Fu! Was tue ich da? Ich laufe gerade einen Berg hoch. Warum? Warum genau tue ich das? Okay. Danach ging ich zum Geist. Zum Geist des Dojos. Und fragte ihn dort nach einer Kirsche. Die ganzen Dojo-Geister waren verrückt und haben mich trainiert. Und dann bin ich ebenfalls zu einem Dojo-Meister geworden. Heia! Wow! Komm, hau ihn weg! Hau ihn weg, Junge! Oh nein. Okay. Wie genau soll ich das jetzt anstellen? Okay. Boxhandschuh! Boxen! Komm, hau ihn weg, Junge. Hau ihn weg. Komm, hau ihn weg. Er ist schon fast tot. Okay, ich muss warten, bis er immer seine Deckung fallen lässt. Okay, ich hab ihn gleich. Wir haben viel mehr Leben. Wir haben ihn fast verprügelt. Komm, hau ihn weg. Ein Schlag noch. Wir haben ihn. Nein! Oh Mann, der schummelt in allem. Wir können den gar nicht besiegen. Der schummelt in allem. Was hatten wir noch nicht? Was ist das hier? Steine rollen? Steine rollen, ja. Wie kann der so stark sein? Okay, dann müssen wir den jetzt hochheben. Alter. Nein! Oh Mann, das ist so... Der hat ein Selfie geschossen? Okay. Liebe. Hier. Hier hast du die Liebe. Ein Herz. Ein Herz für unsere kleine Kirsche. Ja! Nein! Nein! So ein Arsch. Wirklich. Okay, ich muss hier gehen. Oh mein Gott. Ich bin einfach gegangen. Jetzt kommen wir von der anderen Seite. Wir befreien das Ding. Und eingesperrt. Oh mein Gott. Ich habe gedacht, das ist das Ende. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Oh, jetzt der Moment. Wir haben unsere Kirsche. Warum schütteln wir uns? Nein, es war nur ein Traum. Nein. Es war nur ein Traum. Oh. Okay, aber wir haben die Kirsche. Okay. Wir haben die Kirsche. Jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der Arsch... Unter das Gesicht. Wir nehmen den Arsch. Ab geht's durch den Hintereingang. Okay, gut. Doch der andere Weg. Doch nicht durch den Arsch. Dieses Spiel ist richtig gut. Oh mein Gott, wir gehen ins Gehirn einfach. Und wir stimmen ihn um. Wir stimmen ihn um. Los!
Er wird jetzt freundlich werden. Wir kalibrieren ihn um. Laber nicht. Doch! Wir haben es geschafft. Wir haben ihn umkalibriert. Und die Kirsche ist auch bei uns. Und ab wieder zurück. Oh, wir gehen aus dem Ohr raus. Und da sind wir. Wir haben ihn umkalibriert. Er ist jetzt nett geworden. Er bringt uns wieder nach Hause, wo wir angefangen haben. Was macht er? Was macht er? Essen! Oh, er hat sie geteilt! Und er teilt sie mit seinem Flo! Oh! Oh mein Gott! Endlich haben wir sie gegessen! Endlich! Oh, ist das ein Happy End, ey! Das ist echt. Oh mein Gott, noch eine. Jetzt rastet der ja ganz aus. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Woher kommen die? Von seinem großen Bruder bestimmt. Bestimmt von seinem netten großen Bruder. Alter, hat der jetzt viele. Oh mein Gott. Ja, sein großer Bruder hat sie ihm gebracht. Oh, das ist voll schön. Oh mein Gott. Das war's, glaube ich. Wir sind durch, oder? Oh. Und er will jetzt eine Birne haben. Oh. Aber da ist jemand, der tatsächlich die Birne immer noch hält. Das heißt, der Kreislauf wiederholt sich von Frucht zu Frucht zu Frucht. Der eine will eine Birne, der andere will eine Kirsche. Und dementsprechend ändert sich das wahrscheinlich nie. Okay, Leute. Das, meine werten Damen und Herren, war das Spiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall, ob es jetzt Chuchul heißt oder Chuchul oder wie auch immer. Sehr nice Spiel. Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao.